Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Rayman Legends. Mein Name ist EDTP und wir sind auf der Flucht vor dem Boxluder. Ich erahne ja irgendwie schon wieder ein Scrolling-Level. Hoffe aber natürlich, dass es keines ist. Nicht schön. Ah. Ja, so kriegt man das, denke ich, sehr gut hin. Komm her, mein kleiner, super schöner Freund. Du bist wunderschön. Hui. So war das. Moment mal. Ist denn... Das interessiert mich jetzt. Wäre da unten noch etwas gewesen? Wir gucken mal. Level neu starten. Weil das wäre natürlich eine super Sache, um noch was zu verstecken, würde ich sagen. Aber... Nein, hier ist nix. Okay. War für die Forschung. So, zack. Zack. Oh, Lava, geh bitte schneller weg. Nein! Ach komm, bitte. Nochmal. Ich hab gedacht, die Lava geht schneller weg. Ich bin ja immer so ein Mensch, der keine Zeit hat und immer voll viel macht. Oh, doof. Doof. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt, komm. Ah, was? Hey, was ist denn? Was ist denn jetzt hier los? Rayman. Ja, jetzt warten wir einfach mal 2-3 Sekunden länger und holen uns unseren Freund zurück. Hui, ja. Wir gucken mal gleich, wenn die ganze Lava weg ist, ob da noch was ist. Aber das sind so eine super Verstecke, weil man denkt, okay, ich mach das jetzt zwar auf, muss dann weglaufen, aber dann kommt nichts mehr. Das war hier, oder? Aber hier scheint nichts zu sein. Zack. Nee, da ist nichts. Okay. Aber wir haben es überprüft. Nicht, dass ich am Ende dann wieder irgendwo einen vergessen habe. Luchadore! Ja, da musste ich auch lachen. War echt cool. Schöne Idee, danke. Ich sollte vielleicht laufen. Ja, ich sollte laufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Was tust du? Du bringst uns doch alle um. Aua, aua. Das war nicht schön. Ach, es geht hier direkt voll entspannt weiter. Luchadore, ich hab's kapiert. Ja, du bist ein super Luchadore. Du bist der Beste. Aber bitte, lass mich leben. Wow. Und nebenbei immer noch versuchen, die Gegner umzubringen. Wegen den Lumps. Genau, um die geht es natürlich. Boah, ich hab gedacht, was ist denn jetzt los? Der kommt hier echt hoch. Finde ich aber gar nicht nett. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mach bitte Platz. Wahaha. Hier ist es natürlich jetzt sehr schwer. Oh Gott. Wie fies. Wie fies. Ja. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Hier ist es natürlich jetzt sehr schwer, noch auf die Kleinlinge aufzupassen. Aber ich denke, wir sollten das trotzdem hinkriegen. Wir sind doch Rayman, hey! Ist doch ein Witz für Rayman. Oh, ich hoffe nur, diesmal kriege ich das hier besser hin. Ja. Oder auch nicht. Die Stelle hat es mir angetan. Arriba!
ist cool. Er ist zwar mein Gegner, aber ich mag ihn irgendwie. Heißt, die haben irgendwas total richtig gemacht oder was komplett falsch gemacht? Wenn ich meinen Gegner mag. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Sehr schön. Oh, was für eine schöne Terminator-Anspielung. Musste sofort an Terminator denken. Hatten sie ja bei Castle Crashers auch so gemacht. Wenn ich mich gerade richtig erinnere. Oh. Ja. Das war doch gut. Zurück zu Fiesta de los Muertos. Wir haben alles bekommen in diesem wunderschönen Level. So. Sehe ich das richtig? Jetzt kommt schon der Endkampf von dieser Welt mit Riesenringen. Gucken mal ganz kurz noch, was uns das Glücklich. Hab irgendwie eine Krankheit. So, zack. Wir haben mal einen zusätzlichen Kleinling. Yay, genau. Okay, zurück und Bosskampf. Nebenbei natürlich immer noch ein Auge auf die Uhr, die ich hier super schön hinter meinem Plüppschutz habe. In der linken Ecke, Rayman! Und in der hinteren Ecke. Ja, der Riesen-Luchadore. Mögen die Spiele beginnen! Hört auf, ihn so anzufeuern. Der hat doch schon so ein riesiges Ego. Round, run! Angst? Hi. Lucha! Oh Gott, ich bin hier gerade voll am Konzentrieren. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade echt ein bisschen leiser bin. Aber ich bin gerade noch dabei, sein Schema herauszufinden. Und ich glaube, das wäre jetzt eben der Punkt gewesen, wo ich hätte was machen können. Oh Gott, was? Könnt ihr mir bitte nochmal irgendwie... Ja, okay, war richtig. Wieso Buh? Das war doch ein Gut. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt hier machen muss. Hör auf. Das kann wehtun. Oh, wenigstens wir haben den Kleinling. Au. Mit sowas hätte ich rechnen sollen. Oh, nö. Bitte nicht. Okay, okay. Okay, okay. Was? Achso. Ich bleib jetzt einfach mal hier, weil ich glaube, er macht doch jetzt wieder seine komische Wischbewegung. Könnt ihr mir bitte nochmal so ein Sprungbrett-Dingen geben? Ey, das ist jetzt hier gerade gar nicht nett. Nein! Oh, danke. Oh Gott. Ich hab gedacht, das wär's jetzt so. Wie wär's eigentlich nochmal mit dem Herz? Kleinling. Was man nicht alles tut, um einen Kleinling zu kriegen, wenn man es dann doch nicht hinkriegt. Aber wenigstens hat er nach Runde 2 scheinbar abgespeichert.
Ach, jetzt ist hier Fliegen dran. Wie lieb. Ein Treffer und ich bin tot. Das ist hier gerade die Devise nebenbei erwähnt. Nee, ich gehe da mal lieber weg. Oh, nein. Nein! Fuck. Mann, ey. Das ist nicht gerade das Leichteste. Okay, Fake. Oh, 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 oh. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ernsthaft? Na los, komm. Diesmal aber. Diesmal kriegen wir es hin. Lucha, Lucha. Wir bleiben jetzt einfach mal ein bisschen weiter links. Obwohl, nee. Rechts sind ja jetzt gleich die Gegner, die ich schnell besiegen muss. Wäre somit doof. Wie fies! Als hätte mich das Ding verfolgen wollen. Aber mit dem Rechtsfliegen eben, das war nicht mal so schlecht. Mal so nebenbei erwähnt. Okay, okay. Also konnte ich direkt meine schöne, berühmte Stampfattacke machen. Oh Gott. Oh Gott! Ist natürlich blöd, wenn ich dann in der Mitte bin, um den Käfig zu holen da. Und in der Mitte weiß ich eigentlich, geht's ja direkt los mit den Flammenpenis. Was ist das? Flammenstrahl, so. Flammensäule, was man sagen möchte. Wenn man etwas dazu sagen möchte. Könnte es natürlich auch so machen. Oh, ho, 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 ho. Und wieder hoch in die Luft. Lucha, Lucha. Warte mal, das sieht nicht gut aus. Wow. Oh, ich hab ihn. Und BAM. Das war der dritte Treffer. Das muss ausreichen. Bitte. Ich hab bitte gesagt. K.O. Danke, danke. Ja, danke schön. Danke. Ha, danke. Was? Ich kann mich hier noch bewegen. Ah, natürlich. Na komm, das ist zu simpel. Na gut. Weil du es bist! Alles Gute zum Geburtstag! Oh, meine Wäsche ist immer noch nicht abgenommen worden, Globox. Was soll das? Und Schweinchen. Rosa. Ist auch immer wieder schön, wie die Folge einen Beat machen. Gefällt mir. You play, you pla, you pla, papata. Oh Gott, ich glaube, das war irgendwie anders. Egal, wir haben 190. Das muss was werden. Yay! La 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 la. La 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 la. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben jetzt noch Zeit für ein weiteres tolles Level, und zwar das Musiklevel von dieser Welt, und dann haben wir auch schon diese schöne Welt fertig. Ja. Gitarrenwirbel rein da in die gute Stube. Ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Es hat was mit Wüste zu tun. Okay. Wir haben bisher alle gekriegt. Oh, Moment. Die Musik kommt mir jetzt schon bekannt vor. Oh.
Die Musik kam mir gerade so schön bekannt vor. Och, nee. Achso, hier. Ja. Wie schön. Depp, depp, depp. Depp. Wow. Ja, kaum spiele ich falsch schon. Beziehungsweise kaum singe ich falsch mit. Versau es. Depp, depp, depp. Depp, depp, depp. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt sofort schon wusstet, welches Lied das ist. Ansonsten kann ich es euch jetzt auch gerne sagen. Es ist natürlich... Oh, jetzt. Was ist denn jetzt hier los? Es ist natürlich das wunderschöne Lied Eye of the Tiger. Ja, ja. Warum? Ich drücke. Weil das Lustige ist, ihr hört ja, glaube ich, sogar, wenn ich immer drücke. Das ist ja wirklich noch schöner. Ich drücke jetzt einfach die ganze Zeit, wenn ich springe. Das ist das Beste, was ich machen kann, ja. Oh Gott. Depp, depp, depp. Oh, warum denn? Vor allem, ich muss immer wieder hier vorne anfangen. Das ist nicht schön. Ich versau das ganze schöne Level dadurch. Das ist unschön. Dum, dum, dum. Oh. Ich verstehe es nicht. Was soll denn das jetzt? Egal, noch einmal. Komm. Jetzt muss es aber klappen. Dum, dum, dum. Wenn es diesmal wirklich klappt, kann ich euch auch gleich sagen, was ich jetzt anders gemacht habe. Wäre nur traurig, wenn es diesmal wirklich klappt, einerseits. Oh. Jetzt mach mich, lass mich wenigstens da gleich weitermachen, okay. Wenn ich das gerade richtig, das sollte... Nein! Das sollte gerade die Notenleiter darstellen. Wenn ja, dann war das echt eine coole Idee. Ja, es soll. Oh. Gut, jetzt weiß ich aber schon mal, wie es da weitergeht. So doof, dass ich das schöne Lied versaue, ganz ehrlich. Es macht aber Spaß. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Schön. Nein, nicht schön. Nein. Das war doof. Das will ich so nicht. Warum? Wurde ich jetzt von den Kopf erwischt oder was war da los? Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so gut ist, dass ich klein bin, aber okay. Was? Achso, da hätte ich schlagen müssen. Oh. Warum bin ich so schlecht gerade? Was ist denn los? So, jetzt bin ich groß. Sollte es alles leichter sein. Was? Was war denn jetzt falsch? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Antwort bitte. Hä? Was war denn... Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich
blamier mich ja jetzt hier gerade dafür, dass ich sonst eigentlich doch recht gut bei dem Spiel. Oh, was ist denn jetzt so? Jetzt streng dich mal an! Hey! Muss ich da am Ende abspringen oder was? Ja. Jetzt. Ole! Mann. Schönes Level, aber auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Und wenn ich jetzt gerade mal gucke, wie viele Lumps ich eingesammelt habe. Sehr schön. Ja, und schön zum Folgenende haben wir die nächste Welt abgeschlossen. Ist das nicht schön? Ich finde, es ist schön. Und damit geht es nämlich, was unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast diese 5 Glücklose wirklich verdient. Hab ich, danke. Yay. Nächste Folge geht's dann scheinbar weiter mit 20.000 Lumps unter dem Meer. Aber erstmal haben wir noch 7 Glückslose, die freigerubbelt werden wollen. So. Ein Kuscheltier. Wir haben Knarf, das Schaf. Okay, das war ein Vorurteil, dass es jetzt unbedingt ein Schaf sein muss, nur weil es sich auf Knarf reimt. Es könnte natürlich auch ein Pnarf sein. Oh, und ich sehe gerade, mein Fernseher will was tun, was er nicht tun soll. Er wollte sich abschalten. Das ist total blöd bei meinem Fernseher eingestellt, dass er sich automatisch nach 2 Stunden Nicht-Benutzung, obwohl ich ihn benutze, sich abschalten will, weil ich habe ja meinen PC an meinem Fernseher angeschlossen. Also ist das voll falsches Denken eigentlich von ihm, aber okay. Muss er mit leben oder ich. Oh, die himmlische Sonate haben wir als Rayman Origins Level freigespielt. Das ist schön. Das ist ein schönes Level. Bin sowieso mal gespannt, welche Level es denn jetzt alles dann gibt bei den Back to Origins Leveln. Weil die werde ich ja scheinbar dann doch noch spielen müssen wegen den Kleinlingen. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal unsere ganzen zuckersüßen neuen Kuscheltiere an. Zum einen haben wir endlich mal einen neuen Frosch. Und zum anderen haben wir eine neue komische Ente mit 3 Augen, wenn es eine Ente sein soll. Und neues Toast. Das Toast ist ganz nett. So, wollen wir mal. Hui. Und zack, zack. Das waren die Toast, das waren die Ballons. Oh, Ballon. Und die Frösche natürlich. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, was natürlich wirklich sein kann, sollten wir zur Heldengalerie mal gucken. Was ich mir nur nicht wirklich vorstellen kann, weil der nächste ist erst bei 55.000. Schade. Wie sieht es eigentlich jetzt auf der linken Seite aus? Weil hier haben wir natürlich auch welche. Elysia. Wir haben alle Schwestern befreit, wenn ich das richtig sehe. Außer es gibt natürlich noch irgendwo welche. Was wir aber natürlich nicht hoffen werden. Oder ich weiß es noch nicht, nein. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt mit dieser Folge Welt 3 fertig und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Rayman Legends mit mir, dem AdDP und 20.000 Lumps unter dem Meer. Bis dann, Leute. Tschüss.